Sind wir schon kurz vor 8. Jetzt muss ich echt mich langsam fertig machen für diesen einen einzigen Flug. Aber es sind mal keine Koreaner heute. Es wird ziemlich windig, knapp 25 Knoten. Noch sieht es wunderschön aus. Ja, ich meine, wunderschön bleibt es, aber es wird halt ziemlich windig. Boah. So, auf geht's. Ich hoffe, es kommt nicht nur ein Flug am Nachmittag drauf. Dann kann ich nämlich direkt nach Hause fahren. Denn morgen habe ich einen langen Tag, wenn es dabei bleibt. Noch ist nur ein einziger Passagier morgens und ein einziger Passagier am Nachmittag drauf für die lange Tour. Hey. So, dann habe ich heute einen Jumpseater mal wieder an Bord. United Airlines fliegt bei uns umsonst mit. Ich bin besonders gern. Ah ja. Dafür dürfen wir ja bei denen auch umsonst fliegen. Das Feuer soll angeblich noch brennen. Das sieht man aber nicht. Zumindest nicht von hier aus. So, es ist schon super windig. Und das wird auf jeden Fall noch mehr. So, ich bin kurz vor 9 da, alles super. Bringen wir den einen Flug hinter uns und hoffen, dass nichts drauf bleibt. Hauen die mir noch einen Flug drauf. Ey, und das sollen komische Passagiere sein. CIO und ich. Maximum Fuel 61%. Ey, auch das noch. So, den zweiten Flug hinter mich gebracht und das war vielleicht eine komische Truppe. Ey, irgendwelche Osteuropäer, ja, die Amerikaner sind, aber irgendwelche Immigranten. Das heißt, die hatten noch irgendwie dieses komische Mindset eines Osteuropäers und haben ganz komische Nazi-Witze und sonst irgendwas gemacht. Ey, das waren vielleicht komische Leute. So, junges Volk. Die Frontdamen haben mich schon gewarnt. Aber dass da sowas da rumkommt, dann. So, wir haben 14:45. Die Shana meint, es könnte noch ein Flug draufkommen für mich. Aber ich warte jetzt nicht noch länger. Ich fahre jetzt nach Hus. Und morgen hat sich der Flug natürlich morgens bestätigt um 8:10. Das ist irgendein. Die haben da einen speziellen Namen. Last Wish, bla bla. Also, wenn einer weiß, dass er stirbt, dann arbeitet noch so eine Liste ab, was er im Leben gemacht haben will. Und eins davon ist Hubschrauber fliegen. Und das findet morgen früh statt. Ich war jetzt trotzdem nach Hause. Bin so müde. Und morgen, das wird übel. Super langer Tag. Bisher 6 Flüge, eventuell 7. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Nach 4 Tagen Arbeit bist du eigentlich durch. So, wir haben 14:40. Ich bin wieder zu Hause. Oh, bin ich müde. Ich habe schon wieder diesen komischen Druck auf den Ohren. Ich mal bekomme, wenn ich wirklich müde bin. So, jetzt entspanne ich mich erstmal mit einem Kefir-Milchshake. Boah, ist das windig, Mann. Was haben wir denn draußen? Wir haben 27 gemacht. Und noch was hier drin, wie immer. Draußen. 28,6 noch, klar. Ja, mein Rasen wird immer mehr zum Urwald. Trotzdem wird er braun. Muss ich nachher nochmal sprengen. Meine Tomatenpflanzen, die sind alle kaputt. Habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt da großartig mich drum zu kümmern. Da muss ich mir nochmal Tomatenpflanzen kaufen, irgendwie günstig. Und dann ziehen wir die so richtig hoch. Ups. Ja, morgen wird es noch windiger. Fantastisch. Tage sind echt kurz, Mann. Sonnenuntergang jetzt schon um 17:45 rum. Sonne geht erst um auf 7:20. Ey, morgen muss ich um 5 Uhr raus. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf, Mann. Und den ganzen Tag geflogen bei diesem Wind. Der Westi hat mir gerade eine Textnachricht geschrieben, der hätte 42 Knoten Rückenwind gehabt, als er durch den Maili Pass geflogen ist. Der wird sich wundern, denn das wird noch mehr. Ich hatte hier schon mal 60 Knoten. Seitenwind. Der Helikopter ist bis 50 Knoten ausgelegt. Aber manchmal zieht es halt einfach. Da kommt halt so eine Böe und da hast du halt mal 60 Knoten. Aber der meinte, es wäre schon erwähnenswert gewesen, 40 Knoten. 40 Knoten ist aber auch schon ziemlich krass. Aber das ist erst der Anfang hier. So,
Jetzt muss ich meinen Kaffee vorbereiten, duschen gehen und den Schlauch ausstellen. Der läuft, glaube ich, immer noch. Kurz mit Guy telefoniert. Ganz kurz. Der hat mir über seinen Motorradtrip erzählt, den er da irgendwo in China gemacht hat. Muss wohl geil gewesen sein. Viertel vor 20 vor 8. Zwei kleine Pizzen gibt es jetzt zum Abendessen. Und dann Zähne putzen, ab ins Bett oder sowas. Noch eine Serie gucken. Ey, das weht vielleicht. Das einzig Gute am Wehen ist frische Luft und ein bisschen kühl. Es ist genau 26 Grad hier drin. Das ist super angenehm. Morgen fliege ich QM. Also den Helikopter mit dem schon neuen schönen Paintjob. Da hat er so ein altes Radio da drin. Und es wird so windig. Boah, ey, hab ich so keinen Bock. Und ja, 6 oder 7 Flüge. Es wird knackig. Und dann wieder nur 2 Tage frei. Naja. Puh, was soll's, ne? Kommt Kohle rein. Super windig. Und ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber die Feuer, die sehen schlimmer aus als am Anfang. Und da es so vom Osten her weht, hat das so 10 Minuten angefangen, wieder nach Rauch zu riechen hier drin, ey. Ich werde wahnsinnig. Ja, und jetzt haben wir ja halt 4 Feuer hier. Ich weiß nicht, wie es morgen auch früh aussieht, was da alles noch brennt, aber ich gehe mal stark davon aus, es brennt noch mindestens an 2 Stellen, denn es sah ziemlich übel aus. Naja. Ist auf jeden Fall interessant, es aus der Luft zu sehen, aber langsam reicht's. Ich könnte es wirklich gut ertragen, wenn es mal richtig krass regnet. Und die ganze Insel es war also auch. So, jetzt haben wir wieder bei 20 nach 8. Die Pizzen waren ein bisschen zu verbrannt. Wie immer, komisch. Der Ofen ist echt nix. So. Jetzt glaube ich, esse mir noch ein Eis. Und dann putze mir die Zähne und mache mich fertig und so weiter. Thank you.